Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, es ist bestimmt bei jedem von uns schon einmal vorgekommen, dass wir uns in einer scheinbar aussichtslosen Situation befunden haben. Dass es in unserem Leben ein schlimmes Ereignis gegeben hat und dass der Mensch keine Möglichkeit sieht, wie es weitergehen kann. Der Mensch denkt, er neigt dazu, alles logisch zu verstehen und erklären zu wollen. Aber dabei vergisst er, dass es eben nicht die ganze Wahrheit ist, denn es gibt Gottes Vorsehung. Schon die alten Griechen wussten, wie es Sokrates damals sagte: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und auch heute erinnern sich kluge Köpfe daran, dass dem so ist. Denn selbst Albert Einstein sagte: Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nichts weiß. Genau das bezieht sich auch auf unser heutiges Evangelium. Auch hier gab es eine aussichtslose Situation. Wir haben heute gelesen, das Lukas-Evangelium, 7. Kapitel, Verse 11 bis 16. Und hier in diesem Evangelium wird die Göttlichkeit Jesu gezeigt, wie er Hoffnung spendet auf die Auferstehung unseres geistlichen Menschen. Die Geschichte, die wir heute gelesen haben, von der Witwe in Nain und der Auferweckung ihres verstorbenen Sohnes, finden wir nur im Lukas-Evangelium. Aber warum war denn das so eine aussichtslose Situation für sie? Natürlich ist es traurig, wenn ein Mensch stirbt. Wir haben Schmerz, wir trauern, uns geht es nicht gut, obgleich wir wissen, dass ja nach diesem irdischen Leben es ein himmlisches Leben geben wird. Aber zu dieser Zeit waren eben Witwen, Frauen ohne Familie in einer sehr schwierigen Situation. Es gab keine soziale Sicherung, so wie das heute ist, sondern wenn der Ernährer wegfiel, war das praktisch eine Katastrophe, weil die Frauen waren damals ohne Rechte, sie waren damals sozusagen vogelfrei. Diese arme Frau hatte schon ihren Mann verloren und jetzt kam noch eben das nächste schlimme Ereignis dazu, denn ihre Hoffnung ruhte auf ihren Sohn, dass er, wenn er erwachsen ist, zur Stütze ihres Alters wird. Und jetzt ist dieser tot. Das bedeutete damals für eine alleinstehende Frau Not und Elend und damit eine relativ aussichtslose Situation. Daher spricht Jesus in Bezug auf die Gottesgebärerin am Kreuz: Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Jesus sorgte sich also auch hier um seine Mutter, die praktisch in der gleichen Situation war. Josef war schon gestorben und Kinder hatte sie auch keine, die für sie sorgen würden. Diese Sorge um die Witwen finden wir auch in den Apostelbriefen. So schreibt Paulus im ersten Timotheusbrief, im 5. Kapitel, und gibt Anweisungen in einem ganzen Kapitel, wie mit Witwen verschiedenen Alters und verschiedenen Standes umzugehen ist. Im heutigen Evangelium lesen wir: In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt namens Nain und mit ihm gingen eine ziemlich große Zahl seiner Jünger und eine große Volksmenge. Als er sich aber dem Tore der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzig geborenen Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und eine ziemlich große Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Es treffen also praktisch zwei Prozessionen aufeinander. Jesus mit den Jüngern, sozusagen die Prozession des Lebens, und die Mutter mit dem Trauerzug, sozusagen die Prozession des Todes.
Als der Herr sie sah, war er von Barmherzigkeit gegen sie gerührt und sprach zu ihr: Weine nicht. Er sagt also zu dieser trauernden Mutter: Weine nicht. Spendet Trost, gibt aber auch damit zu verstehen, dass er derjenige ist, der ihr helfen kann. Er verlangt nichts von dieser Witwe. Er wartet nicht darauf, dass sie ihren Glauben offenbart. Er verlangt von ihr kein Opfer. Er tut dies aus Mitgefühl und aus Barmherzigkeit. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an, die Träger aber blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Mit diesem Akt zeigt Christus seine göttliche Autorität. Er hält den Leichenzug an. Das ist eigentlich undenkbar, dass ein Normalsterblicher so etwas tut. Er berührt die Totenbahre. Das ist umso mehr undenkbar, weil in dem Gesetz der Juden damals festgeschrieben war, dass wenn jemand einen Toten oder dessen Dinge berührt, er damit unrein würde und eine längliche Reinigungsprozedur über sich ergehen lassen müsste. Aber Jesus steht über allem. Er tut dieses. Sofort richtet sich der Tote auf und beginnt zu sprechen. Und es herrschte eine große Freude bei allen darüber. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Er gab dem Sohn das Leben zurück, damit er seine Mutter vor dem bitteren Schicksal der Armut bewahrt. Er half, aus dieser scheinbar aussichtslosen Situation herauszukommen. Wir finden auch Parallelen dazu im Alten Testament. Auch da hat es Erweckungen gegeben. Wir lesen darüber beim Propheten Elia in dem ersten Buch der Könige oder auch bei dem Propheten Elisa im zweiten Buch der Könige, denn sie erweckten auch Söhne von Witwen. Der Unterschied besteht allerdings in der Göttlichkeit. Die Propheten rufen Gott um ein Wunder an. Selbst können sie das nicht tun. Dagegen Christus sagt mit wenigen Worten: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Dieses Auferstehen ist auch gleichzeitig eine Vorandeutung der Auferstehung aller, die an Christi glauben. Der Sohn Gottes herrscht über Leben und Tod. Alle aber ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Auch wir sollten in solchen Situationen und nicht nur in diesem den Herrn bitten, uns an ihn wenden. Gott gibt uns das Notwendige. Jeden Tag sprechen wir mehrmals das Gebet Vater unser und sprechen darin: Unser notwendiges Brot gib uns heute. All die lebensnotwendigen Dinge, Gesundheit, materielles Auskommen, Schutz und Sicherheit kann uns Gott gewähren. Hinweise darauf finden wir sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Im Alten Testament finden wir zum Beispiel bei den Sprüchen Salomos: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Das Fazit daraus ist also für uns: Haben wir Glaube, Liebe, Hoffnung. Mit Gottvertrauen werden wir mit Gottes Hilfe auch in scheinbar aussichtslosen Situationen auf den Weg der Errettung geführt werden. Oder wie im Neuen Testament in den Apostelbriefen der Apostel Petrus schreibt: Dann umgürtet die Lenden eures Geistes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Amen.